Wir können uns die Erinnerungen dann, wenn die Erinnerungen auch reaktiviert werden. Wir können die Erinnerungen? Wir können uns besser an etwas erinnern, wenn wir darüber aufsprechen. Im częściej o tym mówimy, tym lepiej to zapamiętujemy i pamiętamy. Temu może też służyć przykład ptaszka śpiewającego na dworze i jeżeli będę o tym mówiła jeszcze po południu, to będziecie lepiej pamiętać. Teraz widzimy eigentlich wieder, wie viel unser eigenes Gedächtnis mit dem Gedächtnis von Leuten, die mit uns zusammenhängen. Widzicie, jak bardzo nasza pamięć jakby jest związana z pamięcią osób, z osobami, które też tutaj są. Das Problem, das hier entstehen kann, ist, dass eigentlich, das ist ein großes Problem bei der Organisation, weil in der Zeit, die schon jest to problem oral historii i osób, które już zostały raz poproszone o wywiad. Weil das eigentlich so ist, dass wenn ich stellt euch vor, so etwas ist passiert. Und ihr erklärt diese Geschichte jemandem anderen. Und dann noch jemandem anderen. Und dann noch jemandem anderen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, aber so das. Wie ihr oder die Weise, auf der ihr die Geschichte beschreibt und oder zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum dritten Mal, zum fünften Mal, so die unterscheidet sich nicht so viel eigentlich. Also I tutaj kiedy opowiadana jest ta sama historia innej osobie po raz drugi, trzeci, czwarty, ona coś się w niej zmienia. Also eigentlich